Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Do-It-Yourself Inspiration Kids Club. Ich bin's Patricia und ich habe heute drei Bastelideen, was ihr quasi mit Toilettenpapierrollen machen könnt. Und zwar werde ich euch gleich zeigen, wie ihr eine Handyhalterung machen könnt. Die kann auch ganz individuell gestaltet werden. Dann einmal eine coole Wandidee, so Wandschmuck. Und dann noch eine Stiftehalterung. Und wie das Ganze funktioniert, das seht ihr jetzt. Für die erste Bastelidee braucht ihr einmal Washi-Tape. Ich habe hier so ein mintfarbenes mit Gold. Und dann noch so Blüten. Mal gucken, wie ich die gleich noch anwenden werde. Aber generell reicht auch eine Washi-Tape-Sorte. Dann braucht ihr Reißzwecken. Die habe ich passend zu meinem Washi-Tape ausgesucht. Und zwar 4 Stück davon. Dann braucht ihr einen Stift zum Vorzeichnen, eine Schere, ein Cuttermesser, da braucht ihr Hilfe von euren Eltern. Und das war's eigentlich auch schon. Und dann können wir auch loslegen. Und zwar müssen wir als erstes, und natürlich euer Handy, das braucht ihr auch. Und zwar müsst ihr für die Handyhalterung euer Handy ungefähr mittig auf der Toilettenrolle ansetzen. Und dann einmal mit dem Stift drumherum zeichnen, dass ihr ungefähr die Breite dann habt. Das Ganze einmal ausschneiden. Da braucht ihr jetzt Hilfe. Und zwar muss man das mit einem Cuttermesser machen. Weil, also es geht auch mit einer Schere, aber dann rutscht man noch ab und das ist zu gefährlich. Also mit einem Cuttermesser, aber dann bitte mit Hilfe eurer Eltern. Vorsichtig übrigens mit euren Fingern, dass ihr nicht an der Stelle seid, wo das Cuttermesser ist, sondern nur am Rand oder am besten gar nicht. Ich halte die Rolle jetzt einmal so fest. Den Rest trenne ich einmal mit der Schere raus. Und jetzt probiere ich mal, ob ich richtig gemessen habe. Mal schauen. Ja, passt auf jeden Fall gut. Passt auch ganz genau. Also ihr könnt auch, damit es vielleicht nicht ganz so doll stecken bleibt. Aber doch, jetzt geht's. Wenn man es ein paar Mal rein und raus macht, geht's. Dann minimal größer machen. So, und jetzt geht's weiter. Und zwar geht es jetzt an das Washi-Tape. Das werden wir jetzt einmal ringsherum rollen und da müssen wir gleich das hier nochmal freischneiden. Es sei denn, ihr spart es schon direkt aus, das könnte man natürlich auch machen. Aber ich glaube, ich finde es so schöner. Deswegen werde ich das so drumherum rollen. Und dafür braucht ihr jetzt natürlich auch eure Schere. So, jetzt haben wir einmal die ganze Rolle mit dem Washi-Tape verziert und jetzt müssen wir natürlich unsere Lücke, die ist hier, das seht ihr auch, weil das durchscheint, das müssen wir natürlich jetzt wieder ausschneiden. Auch wieder vorsichtig, am besten mit Hilfe. Das könnt ihr jetzt auch abschneiden. Und das könnt ihr auch so nach innen kleben. Also ihr könnt es entweder selbst rausschneiden oder nach innen kleben, je nachdem, wie ihr das möchtet. Einfach, wenn ihr noch überschüssiges Washi-Tape habt, einfach so ein bisschen nach innen knicken, weil reingucken tut ihr ja nicht. Und dementsprechend kann man das da ganz gut verstecken. So, jetzt schaue ich nochmal, ob mein Handy immer noch reinpasst. Ja, sehr gut. Ich mache es noch ein paar Mal. Also weitet man das Ganze auch ein bisschen. Ja, so. Das ist jetzt die Lücke und damit das Ganze steht, müssen wir das natürlich noch stabilisieren. Und zwar habe ich dafür halt diese Reißzwecken. Beziehungsweise nicht Reißzwecken, sondern so ein bisschen Stecknadeln sind das ja eigentlich.
Genau, und das Ganze positioniert ihr jetzt mittig, steckt nochmal euer Handy rein. Und dann guckt man, dass wir den Halt jetzt hinbekommen. So, und jetzt müssen wir mal gucken für die Stabilität, dass wir die Reißzwecken noch richtig positionieren. Da ist wichtig, so ein bisschen von unten zu stechen. Aber ihr könnt auch das ein paar Mal machen, weil das wirklich nur so ganz kleine Löcher sind und man das kaum sieht. So, ihr seht, es steht schon. Aber die vierte kommt natürlich auch noch rein. So, es steht also. Sehr gut. Und mein Handy ist auch wirklich nicht leicht, weil das ja auch mit Aluminium ist. Also das funktioniert auch mit schweren Handys. Und sonst könnt ihr vielleicht auch einfach mehr Stecknadeln benutzen. Sieht auf jeden Fall gut aus. Von der Seite geht's. Ich würde es jetzt nicht abkleben, weil ihr sonst unschöne Ränder hier habt, weil das ja rund ist. Ich würde es einfach dann so irgendwie mir auf den Schreibtisch stellen oder so, je nachdem, wo ihr euer Handy positionieren möchtet. Und ja, man sieht, die kann man wirklich sehr einfach machen und auch wenn ihr mehrere machen wollt, ist das ja auch schnell zu erledigen. Und das ist jetzt das fertige Ergebnis. Ich finde es wirklich sehr, sehr schön. Und jetzt kommen wir auch zum nächsten Basteltipp. Als nächstes kommen wir jetzt zur Wanddeko und dafür müsst ihr einfach die Toilettenrolle so ein bisschen anknicken und dann in Streifen schneiden. Und zwar wird das gleich eine Blume, die ihr euch irgendwo hinhängen könnt. Und jetzt einfach so ein paar Streifen schneiden und ihr braucht auch gleich noch Washi-Tape. So, die falten wir jetzt wieder auseinander, aber nur so ein bisschen. Und wie ihr vielleicht schon seht, wird das hier eine Blüte. Aber so wäre das Ganze natürlich noch zu trist und deswegen brauchen wir jetzt unser Washi-Tape. Ich habe hier jetzt Blumen-Washi-Tape. Das ist so eine besondere Sorte und zwar kann man das einfach abziehen und es sind ganz, ganz viele kleine und das werde ich jetzt mal so da drüber kleben. Mal schauen, wie das dann gleich aussieht. Ich gucke vorher immer noch mal, inwiefern das drauf passt und sonst schneide ich das nämlich noch ein bisschen schmaler, wie ihr jetzt seht. Würde das Ganze nicht alles bedecken, also schneide ich noch ein Stückchen davon ab. Jetzt müsste das eigentlich passen, genau. Also einfach aufkleben und schon hat man ein sehr, sehr schönes Muster. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich glaube, dass ich noch eins mit diesen Blüten mache und für die anderen nehme ich noch mal ein anderes Washi-Tape. Hier wird auf jeden Fall der Streifen ein bisschen zu breit, deswegen passe ich den noch mal an. Ich schaue gerade mal, vielleicht reicht es auch noch. Dann würde ich die anderen beiden auch noch damit machen. Könnte knapp werden. Und auch hier muss ich das einmal ein bisschen angleichen. So, und fertig bin ich jetzt mit dem Bekleben. Guck nochmal, bei manchen drückt das nochmal nach. Gerade bei den Ecken klebe ich hier nochmal eins drüber.
Als nächsten Schritt kleben wir jetzt die Blütenblätter zusammen und dafür braucht ihr mal einen Klebestift und erstmal beide Seiten schon mal beschmieren. So, das ist jetzt die Blüte und jetzt sehe ich hier, hat sich noch was gelöst. Das klebe ich jetzt wieder an und verstärke das, indem ich hier auch noch mal ein bisschen mit meinem Klebestift drüber gehe. Ihr könnt auch, wenn ihr das ganz glatt haben wollt, Tesafilm über die Blüten machen, die einzelnen, aber ich finde es eigentlich ganz schön, wenn das so ein bisschen absteht. So, das Ganze muss natürlich jetzt noch ein bisschen trocknen. Um das Ganze an der Wand zu befestigen, braucht ihr Wolle. Dafür habe ich jetzt so ein Stück. Ihr könnt natürlich auch ein anderes Garn oder es gibt ja verschiedene Fäden benutzen, je nachdem, wie ihr das möchtet. Und damit das Ganze funktioniert, müssen wir natürlich jetzt hier noch ein Loch einmachen. Und dafür habe ich einmal eine Reißzwecke. Damit versuche ich jetzt mal hier so ein hier oben ein Loch einzupieksen. Auch wieder vorsichtig sein. Jetzt mal, weil das noch nicht ganz getrocknet ist, fällt natürlich noch ein bisschen was ab. Das werde ich gleich wieder dran kleben. Wenn ihr eure Stecknadel drin habt, könnt ihr auch statt dem Loch einfach euer Garn drumherum wickeln. Das geht ein bisschen besser und ist ungefährlicher. Einfach eine kleine Schlaufe ziehen. Das würde jetzt auch schon halten, aber ich versuche das jetzt hier nochmal zu machen, um das noch mehr abzusichern, dass die Schlaufe nicht wieder aufgeht, wenn wir das aufhängen. So, den Rest schneide ich hier einmal ab. Weil es noch nicht ganz trocken ist, ist es natürlich bei mir jetzt ein bisschen schwierig, das hochzuheben. Ich versuche das mal. So, das ist das Endergebnis. Wie ihr seht, das dreht sich hier schon. Das könnt ihr dann an eurer Wand befestigen. Oh, hier fällt es noch auseinander. Also es muss noch ein bisschen trocknen, aber ihr seht, super schön mit diesen kleinen Blüten. Ich halte das lieber mal zusammen, bevor es auseinanderfällt. Und genau, einfach alle drumherum kleben. Oder ihr könnt halt auch mit ganz normalem Washi-Tape die einzelnen Blüten hier auch nochmal mit verschiedenem Washi-Tape dann machen. Oder halt schlicht, wenn ihr eins verwendet und könnt es dann in eurem Zimmer aufhängen. Also eine schöne Idee und mit ganz wenig Material. Für den Stiftebehälter mit Toilettenrollen braucht ihr einmal zwei Stück, dann einmal Stoff. Ich habe mich hier für so einen ganz niedlichen Dittelstoff hier entschieden. Dann einmal ja, so Acrylfarbe oder einfach irgendeine Farbe oder ihr könnt die Rolle auch mit Filzstiften oder so anmalen, das seht ihr gleich. Dann einmal einen Kleber, Flüssigkleber eventuell, wahrscheinlich ist es besser, also auch noch einen Flüssigkleber zusätzlich zu haben. Dann eine Schere und dann braucht ihr noch, falls ihr mit Acrylfarbe arbeitet, so wie ich, noch ein Tuch oder ein Schwamm oder auch ein Pinsel, womit ihr dann die Farbe auftragen könnt. Wir beginnen jetzt mit der Unterseite des Stiftebehälters und dafür einfach einmal in der Mitte hier einen Schnitt machen. Das Ganze auseinanderbiegen, dass die ursprüngliche Form wirklich nicht mehr da ist. Dann noch was von den Seiten abschneiden. Dass auch ein bisschen gerade ist das Ganze. So, und jetzt das Ganze wirklich nochmal so ein bisschen biegen. Das Gedrehte hier ist ja auch so eine Naht, nicht mehr so stark durchkommt. So, und dann werden wir das Ganze nämlich jetzt mit der Acrylfarbe ja, wie einschmieren. Also ich habe ja das Tuch, ihr könnt aber auch mit dem Pinsel arbeiten, je nachdem wie ihr möchtet. Das Ganze sollte sich nämlich gleich jetzt sonderlich nicht mehr so hoch biegen, sondern einfach wie Pappe flach liegen bleiben. Was auf jeden Fall sehr gut funktioniert aktuell. So, jetzt starten wir mit der Farbe. Dafür habe ich ja mein Tuch und tupfe einfach so ein bisschen auf die Toilettenrolle. Und dann seht ihr schon, färbt sich schon auf jeden Fall in eine schöne Farbe.
Ich habe auch noch mal ein Tuch, damit ich das jetzt gleich nicht auf die... So, jetzt bin ich fertig. Das gedruckte Muster gefällt mir nämlich richtig gut. Hier oben gehe ich nochmal drüber. Und das Ganze einmal jetzt trocknen lassen. Und dann braucht ihr auch die andere Toilettenrolle. Und hier arbeiten wir jetzt mit dem Stoff weiter. Jetzt einmal der Diddlemaus-Stoff. Hier seht ihr den nochmal genauer. Die Diddlemaus und Stern in der Hand. Oder hier einen niedlichen Teddybären. Die Farbe brauchen wir jetzt nicht mehr. Und wir müssen das Ganze nämlich jetzt zuschneiden. Erstmal einmal auseinanderfalten. Und zwar brauchen wir natürlich gar nicht so viel. Ich gucke jetzt mal. So. Also wir brauchen so einen kleinen Teil. Einfach einmal dazu die Toilettenrolle einrollen. Dann seht ihr das nämlich und könnt euch auch schon Markierungen machen. Jetzt braucht ihr einmal eure Schere. Und zwar müssen wir das Ganze jetzt ausschneiden. Ich gucke gerade, also hier habe ich eine Markierung und die andere... Das ist immer das Problem. Ach hier, okay, auf so einem kribbeligen Stoff. Ich mache das nochmal auf die andere Seite. So, und jetzt einmal das Ganze ausschneiden. Ich habe mir gerade spontan überlegt, dass es ja viel schlauer wäre, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber wenn man das Ganze mit Washi-Tape einfach festkleben würde hinten. Ich mache, glaube ich, ein bisschen was von dem Kleber zwar drauf. Erstmal versuche ich es mit dem normalen Kleber und nicht mit dem Flüssigkleber. Aber man könnte durchaus ja hier hinten einen Washi-Tape-Streifen drüber machen. Das probieren wir jetzt mal. Also erst einmal ein bisschen Kleber auf die Rolle. So. Dann natürlich den Stoff drum wickeln. Das hält schon mal sehr, sehr gut. Hätte ich gar nicht gedacht, dass das mit dem Stoff so super funktioniert. Und jetzt noch ein Streifen Washi-Tape. Es hält sehr gut und jetzt müssen wir hier den Stoff noch genauer zuschneiden. Hier habe ich nämlich noch ein bisschen was übrig. So, da kommen jetzt gleich die Stifte rein, aber guck noch an, dass das Tape hier noch richtig drüber geht. Aber jetzt brauchen wir natürlich noch einen Untergrund. Klar kann man das schon so auf den Schreibtisch stellen, aber ich habe mir ja gedacht, dass wir dafür das hier benutzen. Und zwar können wir das auch jetzt mit Washi-Tape festkleben. Ich weiß nicht, ist das schon trocken? Ja, es ist noch ein bisschen feucht, aber es geht. Und zwar einfach so ein paar Streifen abschneiden.
Und ich zeige euch das jetzt mal einfach in die Mitte. Stellen möglichst die Naht nach hinten. Und dann hier einmal wie so eine Verlängerung dran machen. Und das Ganze dann hier drauf festkleben. So hält das Ganze schon. Man kann links und rechts noch machen, aber da möchte ich ganz gerne, dass das Muster dann noch besser zu sehen ist. Deswegen belasse ich es bei einem Streifen. Ist auf jeden Fall schon trocken. Und jetzt testen wir das Ganze natürlich. Und ich habe hier Stifte da. Und wir stellen sie mal rein. Sind auch ein bisschen schwerer. Mal gucken, ob das noch funktioniert. Ja, aber wenn man schwerere Stifte reinmacht, dann müsste man auf jeden Fall noch links und rechts so eine Befestigung machen, damit man wirklich sicher ist. Hält zwar auch so, aber ein bisschen wackelig. Für Buntstifte reicht es auf jeden Fall, die sind nicht so schwer wie diese Eddings hier. Ich finde es super schön. Ich zeige euch das Ganze nochmal einmal, wenn ich das drehe. Super schön mit der Diddlemaus. Und so habt ihr euren ganz eigenen individuellen Stiftehalter. Das hier sind jetzt die Bastelergebnisse mit Toilettenpapierrollen und jetzt interessiert mich natürlich, welche Bastelidee findet ihr denn am coolsten? Würdet ihr davon irgendwas nachbasteln? Schreibt es gerne in die Kommentare und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt mir doch auch gerne einen Daumen nach oben und damit ihr auch in Zukunft kein Video mehr verpasst, abonniert doch den Kanal. Bis bald!